Vater, ich empfange frische Gnade für mich und für Ruth, die übersetzt. Heiliger Geist, lass Leben stattfinden durch dein Wort. Bringe Veränderungen, die wir benötigen in jedem Bereich unseres Lebens und lass dein Name verherrlicht werden. Im Namen Jesus. Amen. Was rauscht hier? Welcher Kopfhörer? Einer rauscht. Dem ausmachen. Okay, Halleluja. Gott segne euch. Wir bleiben immer noch in dem Thema des Jahres, das Gott uns gegeben hat, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und wir wollen uns die Fragen stellen heute, wie soll diese Freundschaftsbeziehung mit Gott aussehen? Es ist Gottes Wille, mit uns ein Freund zu sein. Gottes Wille, der Grund, warum Gott mich und dich errettet hat, ist nicht, damit wir zu einer Gemeinde gehören. Es ist, weil er eine Versöhnung haben will. Er will in einer lebendigen Freundschaft mit uns sein. Ihr kennt doch die Geschichte Israel, als Israel Ägypten verlassen hat. Das alles Wichtigste, was Gott unbedingt mit dem Volk machen wollte, ist es, das Volk auf dem Berg Sinai zu begegnen. Es ist Gottes Wunsch immer noch. Darum ist er Mensch geworden durch Jesus Christus, um mit uns Gemeinschaft zu feiern. Und wir wollen einen Menschen heute betrachten, der es geschafft hat, diese Anerkennung zu bekommen, ein Freund Gottes genannt zu werden. Und dieser Mensch heißt Abraham. Nun, wir fangen mit Jesaja 51 an, Vers 1 bis 2. Wir werden ein paar Bibelstellen heute betrachten. Jesaja 51, 1 bis 2. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Ihr, die ihr den Herrn sucht. Gibt es jemanden hier, der den Herrn sucht? Wenn du bist, okay, so das heißt, dieses Wort ist für dich. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Okay, seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelne habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und ihn gemehrt. Hör mal zu. Wenn du wissen willst, was Gottes Absicht mit dir ist, schaue Abraham. Abraham ist das perfekte Beispiel für uns als Christen, wie man mit Gott umgeht. Abraham, darum hat man ihn genannt, der Vater des Glaubens. So Gott sagt, wenn ihr mich sucht, wenn ihr mich erleben wollt, wenn ihr meine Kraft erleben wollt, dann schaue auf Abraham. Schaue auf ihn. Ich habe ihn als Einzelne gerufen. Ich habe ihn gesegnet. Und ich habe ihn gemehrt. Das heißt, Gott ruft dich als Einzelne, egal wo du heute bist, egal was deine Situation ist, egal was dein Leben dir erzählt über dich, Gott erkennt, dass du noch Mangel hast. Aber Gottes Absicht ist nicht, bei dir so zu enden, wie du jetzt bist, sondern Gott will dich segnen. Und dieser Segen Gottes auf deinem Leben wird eine Vermehrung bringen in jedem Bereich deines Lebens. Abraham war erfolgreich in allem. Nun, naja, du sagst, Abraham, was geht mich Abraham an? Ich bin doch Deutscher, echte Sachse. Echter Leipziger, ich bin doch Nigerianer, echter Yoruba-Mann. So, was geht mich Abraham an? Dann lass uns gucken, Galater 3, Vers 9. So, lass es mal Johannes 8, 39 stehen. Johannes 8, 39. Bevor wir zu Galater gehen. Johannes 8, 39. Hier redet Jesus mit den Juden. Und er sagt Folgendes. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater.
Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wart, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Lass uns warten. Das heißt, es gibt Dinge, die man Abrahams Werke tut. Hier hat Jesus mit den Jüngern argumentiert. Und die Juden versuchen zu behaupten, dass sie Abrahams Kinder seien. Und Jesus sagt, wenn ihr Abrahams Kinder seid, dann werdet ihr Abrahams Werke tun. Das heißt, ihr werdet leben, wie Abraham gelebt hat. Das heißt, es wird erwartet, von Abrahams Kinder zu leben, wie Abraham gelebt hat. Jemand sagte, super, siehst du, Abrahams Kinder sind von Israel, neben die Gazastreifen. Sie sollen tun, was Abraham getan hat. So, jetzt gehen wir zu Galater 3, Vers 29. Galater 3, 29. Die Bibel sagt unter anderem, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Das heißt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der Jesus Christus als Herr und Erlöser aufgenommen hat, ist automatisch Abrahams Kind geworden. Ob du blau oder gelb oder rot oder grün bist oder schwarz oder weiß, wo auch immer du dich befindest, solange du das Evangelium des Herrn Jesus Christus gehört hast und die Botschaft der Liebe Gottes angenommen hast, bist du automatisch Abrahams Kind. Und nicht nur das, die Erbe Abrahams gehören dir. So wie du Zuspruch oder Anspruch hast zu Abrahams Verheißung, so hast du auch die Verantwortung, Abrahams Werke zu tun. Habe ich gerade Deutsch gesprochen? So, nicht mehr die Juden im Nahost. Wir sind Abrahams Kinder. Das heißt, Gott erwartet von uns, die Abrahams Werke zu tun. Warum? Weil Gott aus uns Abrahams machen will. Nun, lass uns Jakobus 2 betrachten. Jakobus 2 sagt etwas, Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde als Freund Gottes genannt. Ha, hör mal zu. Was gibt es mir, als Freund Gottes genannt werden? Was gibt es mir? Bischof, Papst, Prophet? Verstehst du mich? Ich will der Freund Gottes genannt werden. Nehme die Titel weg. Nehme die wirkliche Anerkennungen weg. Abraham hat dieses Zeugnis. Ein Freund Gottes. Als ich meditiert habe, kam ein Lied zu mir, aber ich denke, ich muss das Lied nicht singen. Man muss nicht immer Lied singen, oder? Nun, aber es gibt etwas, was mich berührt hat. Was ist seine Qualifikation, einen Freund Gottes zu nennen, zu heißen? Er glaubte. Das heißt, wenn ich einfach glaube, dann bin ich ein Freund Gottes. Denn wie gesagt, und Abraham glaubte. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Okay, das verstehen wir. Aber dadurch ist er Freund Gottes geworden. Heißt es nun, dass alle, die glauben, sind Freund Gottes? Aber haben wir ein Problem. Wir haben letzten Sonntag gelesen, Samstag, dass die Dämonen auch glauben. Sind sie auch jetzt Freund Gottes geworden, weil sie glauben? Das heißt, es gibt mehr in diesem Glauben. So, darum, lass uns zu Erster Mose gehen. Lass uns sehen, was wirklich geschehen ist hier. Erster Mose Kapitel 15, ab Vers 5 bis 6. Erster Mose 15. Hier hat Gott mit Abraham geredet und Gott verspricht Abraham, dass er gesegnet wird. Gott verspricht Abraham, dass er Vater vieler Nationen sein wird. Und Abraham schaute an sich und sagte sich, ach, wie kann das passieren? Ich habe keinen Sohn, kein Kind, meine Frau ist unfruchtbar. Und Gott hat etwas gemacht. Und ich will, dass wir bitte, wir werden
richtig mitdenken bei dieser Geschichte. Vers 5. Und Gott führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und der sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte, Vers 6, dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Okay. Der Stern kann jeder zählen. Ich meine, versuchen zu zählen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und anfange, die Sterne zu zählen, dann bin ich automatisch Gottes Freund. Weißt du, es gibt etwas, was wir über Abraham und Gott verstehen werden. Ja, Gott wollte Abraham segnen. Gott wollte Abraham vermehren. Aber der Segen, was Gott auf Abraham bringen wird, es geht nicht nur um Abraham. Gott hat auch was davon zu gewinnen. Da kommt die Partnerschaft. Worauf besteht diese Freundschaft? Hör mal zu, wenn ich dir 100 Euro geben will, ich habe Silvia, ich habe 100 Euro für dich und du zögerst, vertrau mir, ich gebe dir 100 Euro und du sagst, vertrau mir, irgendwann habe ich keinen Bock mehr, dann behalte ich mein Geld. Da kann ich nicht mehr gute Anzug kaufen. Gibt es 100 Euro Anzüge heute noch, Tage noch? Aber ich mache alles. Ich mache alles, dich zu überzeugen. Ich zeige dir meinen Kontoauszug. Ich mache alles, dich zu überzeugen, mir zu vertrauen, dass ich dir 100 Euro gebe. Das heißt, es gibt irgendwas dabei für mich. Adam und Eva haben den Platz verloren. Und Gott versprach Satan, sein Same wird deinen Kopf kaputt machen. Und Gott will unbedingt durch jemanden auf diese Erde kommen, um die Welt zu retten. Gott hat Hand in dieser Geschichte. Gott hat Interesse in der Menschheit. So, und Gott schaute Abraham. Und Gott sah in ihm einen Menschen, den Gott gebrauchen kann. Und Gott sagt, Abraham, ich will dir einen Sohn geben. In deiner Ehe, nicht von fremder Frau. Ich werde dir einen Sohn geben. Und durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Weil es ist meine Absicht, die Welt zu segnen durch dich. Ich will Leute erretten aus der Sünde. So, Abraham, es geht nicht nur um dich und deine Familie. Es geht um mich und meine Vision für die Menschheit. Weil unser Problem oft mit Gott ist es, alles, was wir von Gott bekommen wollen, geht nur um mich, meiner, mir, me. Aber diese Freundschaft besteht aus einer Partnerschaft. Wo, was auch immer ich von Gott verlange, ich soll mich fragen, was hat Gott davon zu profitieren? Warum brauche ich ein nagelneues Auto? Was hat Gott davon zu profitieren? Heißt das dann, dass wir noch Trabi fahren sollen, Pastor Pascal? Nein, ich habe das nicht gesagt. Für so ein nagelneues Auto, weil Nachbarn ein nagelneues Auto gekauft hat, oder willst du ein neues Auto kaufen, damit du Spaß beim Fahren hast und in Zunge reden beim Autofahren? Es gibt Autos. Oh mein Gott. Ich hatte mal ein Auto, bin mit dem Auto gefahren. Ich habe noch nicht ein neues Auto gekauft in meinem Leben. Ich werde bald kaufen. Aber das Nagels bin ich, durfte ich ein Auto fahren, die nur 6000 Kilometer hat. Oh, es war Saft. Du bist fast geflogen. Du spürst Himmel, wie du fährst. Und du kommst auf eine Autobahn, wo es sagt 130 weggestrichen. Was bedeutet das? Fahre weiter. Halleluja. Und die Straße ist frei. Und du fährst, Halleluja, Jesus, Halleluja. Du darfst Spaß im Leben haben, okay? Warum willst du einen Mann heiraten? Warum willst du einen Job? Warum willst du Arbeit haben? Du musst dich fragen, das, was ich mir wünsche, hat das in einer Partnerschaft mit Himmel zu tun oder geht es nur um mich? So, Abraham, hör mal zu, der Grund, warum Gott das als Gerechtigkeit an Abraham angerechnet hat, ist nicht, weil er es geglaubt hat. Abraham kann überall viele Kinder haben. Mag jede Frau schwanger auf der Straße, in Umgebung. Da
Schlapp ist eine Frau, gib Geld, wie auch immer. Aber nein, es hat mit Sarah zu tun. Und es ist eine gesegnete, und Abraham schaute und hat erkannt, wow, es ist eine Verantwortung für Gott, eine Reise zu beginnen, das enden wird mit Milliarden von Gläubigen der Welt. Und Abraham sagte ja zu dieser Partnerschaft mit Gott, dass du und ich zum Glauben gehören. Und Gott sagt, wow, super, das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Boy. Das ist mein Freund. Mit dem werde ich viel machen. So, diese Freundschaft mit Gott besteht aus Partnerschaft. Abrahams Segen endete nicht mit Abraham. Der Einfluss Abrahams Gehorsam endete nicht mit Abraham. Der Einfluss spricht heute noch über uns. Das heißt, der Segen deines Gebetsanliegens soll nicht bei dir enden. Er soll in den kommenden Generationen noch Einfluss ausüben. Sie werden auch da. So, du hörst auf, an dich zu denken. Warum? Wir wollen in Freundschaft mit Gott kommen. Wenn du einen Freund haben willst, Christi, du entscheidest, wie dein Freund sein wird, oder? Oder Freundin, beste Freundin, du entscheidest. Ich kann dir kommen und sagen, ja, ich will deine beste Freundin sein. Nee, du weißt, wen du willst, du weißt, was du suchst. Bitte, Gott weiß, hat Geschmack. Halleluja. Gott hat Geschmack. So, die Freundschaft mit Gott, darum schauen wir Abraham. Der Nummer 2. 1. Mose Kapitel 17. Lass uns Vers 1 bis 7 schnell lesen. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und seid untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Massen mehren. Lass uns stoppen. Der zweite Element in dieser Freundschaft ist ein Bund. Ein Bund. Abraham hat einen Bund mit Gott abgeschlossen. Weißt du? Das heißt, in dieser Freundschaft, was ich bin, bist du. Was du bist, bin ich. Was ich habe, gehört dir. Was du hast, gehört mir. Wir leben zusammen und wir sterben zusammen. Verstehst du mich? So, Abraham ist nicht nach Gott, um etwas zu haben. Abraham war nach Gott, um Gott zu haben. So, wenn du so eine Freundschaft mit Gott haben willst, wenn du willst, dass du auch ein Freund Gottes wirst, dann wirst du dich fragen müssen, bin ich in dieser Freundschaftsgeschichte mit Gott, um nur zu haben, oder bin ich da, um ihn zu haben und mich zu geben? Die Ehe ist ein wunderbares Beispiel für so einen Bund. Darum bekämpft Satan die Ehe heutzutage. Satan bekämpft die Ehe und bekämpft die Ehe. Und nun, wenn Leute in die Ehe gehen, machen sie Ehevertrag. Sie planen ihre Scheidung schon von vorne an, was geteilt wird. Nein, was du hast, gehört mir. Was ich habe, gehört dir. Was ich bin, bist du. Was du bist, bin ich. Wir sind zusammen. Kein Wunder, als Gott Abraham gefragt hat, gib mir Isaac, deinen Sohn, den du sehr liebst. Abraham hat nicht nein gesagt, weil Isaac gehört sowieso Gott. Ich habe mal das Beispiel gegeben. Wenn ich dir mein Handy borge und du darfst mein Handy benutzen, SMS schreiben, WhatsApp machen, Videonachrichten machen, Skype, Face, alles machen, Gasmin. Und eines Tages komme ich zu dir und sage, ah, kann ich mal mein Handy haben? Du wirst nicht mit mir streiten. So war Isaac. Isaac war Gottes Kind. So als Gott sagte, gib mir Isaac, Abraham gab Isaac freiwillig. Warum? Weil Isaac gehört Gott. Aber Abraham weiß, wenn ich ihm Isaac gebe, ich verlange nach Jesus. Und hat es getan. Und wir haben Jesus. So, es gibt einen Bund. Wie tief bist du in dieser Freundschaft mit Gott? Wie bereit bist du zu gehen? Wenn Gott sagte, das, was dein Hobby ist, das, wofür du jahrelang gespaßt hast, gib mir das Ding. Bist du bereit, loszulassen? Dieser Bund
ist ein Bund, den wir im Herzen machen mit Gott. Es ist ein, zwar in 1. Mose, es hat mit Beschneidung zu tun. Aber wir haben gehört, laut 5. Mose, Kapitel 10, Vers 16, 5. Mose 10, 16 sagt, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halstierisch. Was heißt das? Wenn es nicht mehr um mich geht. So, wenn ich mich vor aus der Bühne wegnehme und ich erlaube nur Gott da bleiben. Das heißt, es geht nur um Gott. Und was auch immer er von mir verlangt, ich bin offen. Und ich sage der Bruder und Schwester, Gott ist auch bereit, dir zu geben, was auch immer du verlangst. 2. Dinge in dieser Freundschaft ist Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen klingt immer noch weich für mich. Es ist eine intime Verständnis übereinander. Auf der Basis der Vertrauen. Wow, das ist ein neuer Satz. Halleluja. Soll ich wiederholen? Eine intime Verständnis über oder voneinander. Übereinander. Basiert auf Vertrauen. Sie sind wie mein neuer Satz formiert bei der Kanzel, Jörg. Irgendwas muss ich ein Buch schreiben. Kapitel 18, 1. Mose, Vers 17 und 19. Kapitel 18, 1. Mose, 17 und 19. Da sprach der Herr, soll ich Abraham verbergen, was ich tun will? Stopp. Gott war bereit, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und Gott braucht von niemandem Rat. Er braucht keine Beratung. Gott ist Gott. Aber Gott ist so in einer Freundschaft mit Abraham, dass Gott bereit war, Abraham seine Geheimnisse zu erzählen. Gott sagt, kann ich etwas tun? Ohne Twist Abraham zu erzählen. Hör mal zu, warum nochmal? Was ist denn wichtig? Weiter, Vers 18. Abraham soll doch gewiss zu einem großen Volk, großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. 19. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seine Kinder und seinen Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er ihm verheißen hat. Siehst du, Gott sah in Abraham, dass Abrahams Kinder Gott loben wird. Darum geht es. So, Gott ist in einer Freundschaft mit Abraham und Abraham hat Gott gesagt, ja, ich bin bereit, viele Kinder zu gebären und ich werde sie unterrichten nach deinem Recht. So, das war eine starke Basis in dieser Freundschaft und dass Gott bereit war, Abraham seine Geheimnisse zu erzählen. Und ihr kennt die Geschichte. Gottes Plan war es, die ganze Stadt zu zerstören. Aber in dem Gespräch mit Abraham, Gott hat Lot und seine Familie errettet. Warum? Weil Gott Abraham vertraut. Es gibt eine intime Verständnis übereinander, basiert auf dem Plattform der Vertrauen. In Johannes Kapitel 15, Vers 15, lesen wir, was Jesus auch sagt. Johannes 15, 15. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. So, Geheimnisse des Himmels sollen nicht fremd zu uns sein. Gott erzählt nur seine Freunde Geheimnisse. Nur seine Freunde, nicht Leute, die laut beten, nicht Leute, die laut brüllen, nicht Pastoren, wer auch immer du bist. Und du kommst in einer Freundschaft mit ihm. Gott sagt, ich gebe dir Geheimnisse. So, diese Freundschaft basiert auf einer Partnerschaft, basiert auf Bund, basiert auf einem tiefen Vertrauen. Nun, wie soll diese Freundschaft entstehen? Wir haben euch gezeigt, wie die Freundschaft, was die Kernkraft, die Kern,
Komponente dieser Freundschaft. Nun, wie soll ich diese Freundschaft aufbauen? Weil es wird schlecht von mir sein. Ich werde ein schlechter Lehrer sein, wenn ich euch so hoch pumpe mit diesen drei Punkten und euch nach Hause schicke, ohne euch zu sagen, wie ihr überhaupt den Weg Abraham gehen könnt, um zu erleben, das, was Abraham erlebt hat, damit ihr das auch so werdet, wie Abraham geworden ist. Und zwar Silvia, ein Freund Gottes. Ich habe eine Freundin gesagt, ein Freund Gottes. Weil bei Gott gibt es kein Geschlecht. Lass uns Abrahams Reise sehen. Und wir werden etwas merken. Und damit werden wir miteinander sprechen. Und ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir auch eine Entscheidung gemeinsam treffen. Aber ich will dir eine Garantie geben, dass wenn wir diesen Weg gehen, wir werden überrascht sein, wie viel von Gott wir erleben werden in unserem Privatleben. So, Kapitel 12, 1. Mose. Kapitel 12, 1. Mose hat Gott Abraham gerufen. Abraham soll Papa und Mama verlassen zu einem Land, das er ihm zeigen wird. Und in Vers 7 passierte etwas. Die Bibel sagt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Das war in Kanaan. So Abraham ist losgezogen, kam nach Kanaan und da hat er einen Altar gebaut. Was ist das? Wenn du Gottes Freund sein willst, dann musst du einen Altar bauen. Ich will euch etwas sagen über Abrahams Berufung, Nahor zu verlassen und nach Kanaan zu gehen. Abrahams Vater Terah, wenn du Kapitel 11 liest, war schon unterwegs nach Kanaan. Ich weiß nicht, ob Gott ihm gesagt hat, er soll nach Kanaan gehen, aber er kam nach Nahor und ist da stehen geblieben. Und dann kam Gott zu Abraham und sagte, geh, ich werde dir. So, vielleicht wusste Abraham schon, wo sein Vater unterwegs war. Denn Abraham sagte, ich gehe dorthin. Ich weiß nicht. Aber was ich hier sagen will, ist, das Wichtigste im Leben Abraham war nicht der Ruf, seine Eltern zu verlassen. Die Leute verlassen noch Eltern heutzutage. Wenn du 18 wirst, meine Tochter freut sich schon, 18 zu werden, eine eigene Wohnung zu haben. Sie braucht eine Stimme vom Himmel zu hören, Papa und Mama zu verlassen. Sie hauen ab, schnell. Endlich meine Freiheit. Kann ich kommen, wann ich will, nach Hause. Ja, dann musst du selber deine Wohnung sauber machen. Aber Gott ist Abraham erschienen. Und Abraham baute einen Altar für diese Begegnung. Viele sind berufen, wenige sind aus der Welt. So, frage dich, wo habe ich Gott begegnet? Oder wo bin ich? Wo bin ich Gott begegnet? Was ist das Ding in meinem Leben, das mir zeigt, dass es Gott gibt? Baue einen Altar herum dieses Erlebnis. Ein Altar zu bauen heißt, Steine aufzurichten, aufeinander. Es ist sichtbar, es ist spürbar und es ist Arbeit. Wer weiß das? So, eine Freundschaft mit Gott zu haben, ist etwas, was du tust mit Bewusstsein. Und es ist etwas, was du tust Schritt für Schritt. So, erster Altar, das Abraham gebaut hat, war ein Altar der Begegnung. Wo bist du Gott begegnet? Was ist die Stelle in deinem Leben, wo du sagst, wow, das ist Gott. Es muss nicht Blinde sehen, es muss nicht Lahme gehen. Was ist die Dinge, wo du weißt, wow, jemand kaufte mir eine Kassette in der Uni. Das hat mein Leben verändert, Silvia. Kassette. Kassette, nicht CD, nicht Stick. Kassette. Ich hatte kein Geld. Und er bezahlte für mich. Und das hat mein Leben bis morgen verändert. Und ich baue einen Altar herum. Und seit dem Tag ist meine Geizheit zerstört für immer. Ihr kennt die Geschichte. So, weißt du, du musst eine Geschichte haben, die du nie vergessen kannst. Baue einen Altar herum. Denn wenn Schwierigkeiten kommen, was kommen werden,
du wirst zurück zu diesem Altar gehen, der Begegnung mit dem Herrn. So, erster Altar ist der Altar, das Altar der Begegnung. Das musst du machen. Da musst du ein Gebet aufrichten. Da musst du bitte Freund Gottes zu heißen, heißt nicht, große Bibel jeden Sonntag zu tragen und im Gemeinde. Das macht dich nicht zu einem Freund Gottes. Es heißt nicht, der Pastor der Gemeinde zu sein und toll zu predigen. Das macht dich nicht zu einem Freund Gottes. Was dich zu einem Freund Gottes machen wirst, ist, wenn du anfängst, Altäre zu bauen. Nummer 1, Altar der Begegnung. Nummer 2. Gleiche Kapitel, Vers 8. Und Vers 8, und von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelt so auf, dass er Bethel im Westen hat und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn. Dieser Mann war ein Mensch des Gebets. Was macht man auf dem Altar? Kuchen essen? Gebet. So, es ist nicht ein Gebet, das du Zufall machst, zufälligerweise. Du stehst auf Straßenbahn und Straßenbahn kommt in 5 Minuten. Oh, jetzt bitte ich mal 5 Minuten. Nein. Das ist Zufallsgebet. Niemand baut Altar, du hast, man plantet, du suchst den Stein. So, du hast eine Gebetszeit. Liebe. Musik zu hören ist gut. Christliche Predigt zu hören ist gut. Pastor Pascal jeden Tag zu hören ist gut. Ich freue mich. Aber wenn du keine Zeit fürs Gebet hast mit dem Herrn, du hast keinen Altar gebaut. So, zweiter Altar ist, und ich will, dass ihr was merkt. Es ist zwischen Ai und Bethel. Nun, Bethel bedeutet Haus Gottes. Viele Pastoren werden jetzt enttäuscht sein, weil sie erwarten, dass der nächste Altar soll in der Gemeinde sein. Du sollst der Mitglied der Gemeinde sein. Du sollst in die Gemeinde kommen. Der zweite Altar war zwischen Bethel und Ai. Bethel heißt Bethel, Haus Gottes, El. Was ist Ai? Ich habe rumgesucht. Ai ist eine Stadt. Ai ist die Welt. So, Abraham blieb zwischen Gemeinde und die Welt. Und er blieb allein für sich. Die Beziehung mit Gott ist eine Privatsache. Halleluja. Das ist eine Privatsache. Du musst lernen, Privatzeit mit Gott zu verbringen. Viele Leute, die mich heute hören, es ist nur sonntags, dass sie ihre Bibel aufschlagen. Nur sonntags. Sogar sonntags früh suchen sie ihre Bibel. Schatzi, ich habe noch die Bibel auf dich. Nein, es war im Auto. Ah. Sie haben kein Privatleben mit Gott. Ihr Leben mit Gott ist nur in der Gemeinde. Nie beten, nur wenn sie essen wollen. Nein, zwischen Ei und Bethel. Bevor ich in die Gemeinde gehe, ich habe ein Privatleben. Bevor ich zur Arbeit gehe, bevor ich zu Fußballspielen gehe, ich habe eine Privatbeziehung mit dem Herrn. Ich habe ein Altar, mein Gebet mit Gott für meine Privatangelegenheit, um privat mit Gott zu sein. Ich sage euch ein Problem. Wir hatten mal ein Problem in dieser Gemeinde. Eine wunderbare Schwester. Gott segne sie. Wir sind bis morgen Freunde. Bei uns in der Gemeinde, wer Gebet leitet, bringt Gebetsanliegen. Oder ihr wisst das. Wenn ich sage, Bruder, du leitest Gebet, du hast die Freiheit, die Gebetsanliegen zu suchen für 15 Minuten. Vielleicht bringe Gebet, wir beten für die Gemeinde. So, du gehst in die Bibel, such der Gebetsanliegen. Und die Schwester war sauer und sagt, warum kann nicht jeder Gebetsanliegen geben? Sondern es ist nur 2 Stunden in der Woche. Du hast 7 Tage, du kannst so oft alles beten zu Hause. Aber in der Gemeinde nur 2 Stunden. Lass die Leiter das machen. Und das merken wir das. Das, was du zu Hause machen sollst, willst du in die Gemeinde schieben? Nein. Lerne privat zu beten. Abraham hat einen Privataltar, wo er betet, bevor er in die Gemeinde kommt. Hast du heute gebetet, bevor du in die Gemeinde kommst? Achtung, aufstehen, schnell Frühstück, Bruder, Mutter, Frau, Bruder, der komm hier. Der Halleluja, denn der Pastor hat heute nicht heiß gebetet, weil du nicht gebetet hast. Rede ich mit der Liebe, Christi? Ja, also ich profitiere, ist okay? Darf ich dich profitieren? Ich will im Himmel kommen. Und es gibt eine Tür im Himmel, ein Tor. Gottes Freunde, dieses Tor.
Ich will das, ich will meinen Namen da sehen. Es gibt ein, bitte lass mich das machen, okay? Es ist nicht biblisch, aber trotzdem für den Traum. Es gibt ein Tor für Sänger, ein Tor für Mitarbeiter, aber es ist ein Tor für Freunde Gottes. Ich will da sein. Der Nummer drei. Welche dritte Altar hat Abraham gebaut? Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Kapitel 13, 1. Mose. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinab nach Negev. Warte mal. Abraham war in Ägypten. Wenn du die Bibel liest, Abraham ging nach Ägypten runter. Und Gott hat Abraham befohlen, er soll zurück von Ägypten weggehen. Weil nach Ägypten zu gehen, ist zurück in die Welt. Denn dort hat er gelogen über seine Frau. So, lese weiter Vers 2. Und Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Vers 3. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, von Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Ai und Bethel. Vers 4. Und an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham ruft dort den Namen des Herrn an. Was ist passiert? Abraham war weg von Gott. Er war weg. Fing an zu lügen, dass seine Frau seine Schwester sei. Dass man uns fast rausschmeißen musste. Und aber Abraham hat erkannt, ich muss zurück zu Gott gehen. Ich muss zurück zu dem Ort der Bekehrung gehen. Ich muss zurück zu dem Ort, wo ich Gott kennengelernt habe. Ich muss zurück zu dem Ort, wo ich allein mit Gott Zeit verbracht habe. Abraham hat es nicht erlaubt, dass sein Reichtum ihn hindert, wieder eine private und persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Das ist das Problem in dieser Welt. Manche Leute Armut hindert sie, Gott zu kennen zu lernen. Manche Leute Reichtum hindert sie, Gott kennen zu lernen. Aber wenn du einen Altar hast, als Abraham kam, dieser Altar war immer noch da. Ist doch der Altar, oder? Nicht das, okay. Dieser Altar war immer noch da. So, er kam zurück von Ägypten, von der Sünde, von Rückkehr, von Rückgang. Und er kam zurück zu dem Platz der Altar und sucht Gott wieder an. Ich weiß nicht, wo du bist heute in deinem Glauben. Ich weiß nicht, wie viele Sünde in wie vielen Sünde du schwimmst. Du kannst zurückkommen zu den Ort, wo du Gott kennengelernt hast. Denk daran, wo du mal Gott dein Herz geöffnet hast. Geh wieder zurück zu dieser Situation und bring das wieder in Erinnerung und bete zu Gott und ruf den Namen des Herrn an und geht im Gebet. Nummer 4, Kapitel 13, Vers 18, vierte Altar. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei der Terebinte Mamres in Hebron und baute dort einen Altar. Weißt du, es ist meine Aufgabe zu schauen, was heißt Mamre? Ihr kennt mich. Und was heißt Hebron? Mamre bedeutet sich aufmachen. To lift yourself up. Sich ermutigen. Und Hebron bedeutet Gemeinschaft, Company, Menschen, Gruppen von Leuten. Das heißt, Abraham baute nun ein Gebetsaltar, wo er anfängt, sich zu öffnen, Menschen kennenzulernen. Und da ist der Ort, wo Abraham angefangen hat, mit Menschen Gemeinschaft zu feiern. Es steht nicht Bethel da. Es steht Hebron. Die Bibel sagt, verlasse nicht die Versammlung Gottes Kinder. Die Bibel hat nicht gesagt, verlasse nicht die Gemeinde. Also wir haben Gemeinde, das Wort Gemeinde ist oft verbunden mit vier Eckewände. Und wenn du nicht in dem Raum bist, bist du nicht in einer Versammlung mit Gottes Kindern. Es gibt Hauskreis, es gibt Bibelabend, es gibt verschiedene Treffen, wo Leute sich treffen, Brüder und Schwestern, um Gemeinschaft mit anderen zu feiern. So, Abraham hat sich aufgemacht und fängt an, ein Altar zu bauen, das ihm ermöglicht, mit Menschen zu treffen, für uns in die Gemeinde zu kommen. Viele Leute haben es schwierig, in die Gemeinde zu kommen. Es ist schwierig. Es ist Opfer. Es ist ein Opfer, hier zu sein.
Viele sind so Umweg gefahren. Viele sind mit Fahrrad extra gefahren, hier zu kommen. Viele haben alles gemacht, hier zu kommen. Warum? Sie haben einen Altar hier gebaut in der Gemeinschaft mit der Living Water Gemeinde. Hast du einen Altar in einer Gemeinschaft? Aber du bist von Gemeinde zu Gemeinde gesprungen. Ich sage das immer und ich will provozieren, okay? Ich war 5 Jahre lang in Berlin, als ich studiert habe. Christliche Glaubensgemeinde, so heißt meine Gemeinde in Schönebergstraße. Ich habe nur einmal gefehlt im Gottesdienst. Es sei denn, ich bin unterwegs zu predigen, mit Pastors Erlaubnis. Ich habe nur einmal gefehlt. Und als ich gefehlt habe, da war Moritz Cerullo in Berlin für eine 3-tage Konferenz, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann bin ich Sonntag gegangen zu abschließen. Was suche ich überall? Ja, ich gehe mal besuchen. Was besuchst du? Du besuchst, weil du nichts zu tun hast. Okay, stell mal vor. Wen soll ich jetzt rufen? Vera, stell mal vor. Ich komme Sonntag und sage, ich gehe mal besuchen andere Gemeinde. Guck mal, wie sie laufen. Stell mal vor, dass ich das machen werde. Auch als ich noch Student war. Was? Ich habe etwas zu tun. Ich war Ordner bei mir in der Gemeinde. Ich war Ordner. Ich habe einen Altar. Später bin ich ein Schlagzeuger. Halleluja. Dann irgendwann bin ich Übersetzer für Kindergottesdienst. Verstehst du mich? Bau so ein Altar. Darum fliegst du von Gemeinde zu Gemeinde, Gemeinde zu Gemeinde. Du hast kein Altar. Du hast nicht erarbeitet. Du hast nicht aufgerichtet. Du kannst verschwinden. Hör mal zu. Wenn du ein Freund Gottes sein willst, Gott wird dich in einer Gruppe von Leuten pflanzen. Gott pflanzt dich in einer Gemeinde und du baust dein Altar da. So frage dich, habe ich mein Altar in meiner Gemeinde? Kein Wunder, du bekommst SMS vom Pastor. Bing! Heute ist Abend Gottesdienst. Ich habe keine Lust. Du hast keinen Altar, darum. Weil wenn du ein Altar gebaut hast, du freust dich schon auf die nächste Begegnung. Vergesse nicht, jeder kann nur machen, was er machen kann. So, wie viele Altar haben wir gelesen? Der Altar der Begegnung, der Altar der persönlichen Beziehung mit Gott, auch Rückkehr zur persönlichen Beziehung mit Gott und der Altar der sich aufmachen und der Gemeinschaft einschließen. Und der Kapitel 22, Vers 9. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 9. Und als sie an dem Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Das ist der Altar der Opfer. Bist du so weit gekommen, dass du bereit bist, Gott zu opfern? Ich habe euch meine Geschichte erzählt, dass ich einer von den besten geiziger Menschen der Welt bin. Ich bin sehr geizig. Oh mein Gott. Keiner war geiziger, als ich war. Und Gott fing an, mich zu erretten. Seit 91 hat Gott angefangen, an mich zu arbeiten. Deutsche Kassette Einkauf von Olushola Alabi in der Uni. Und ich erkenne diese Geschichte. Wir waren in einer Konferenz in Nigeria bei meinem Mentor. Und wir haben an einem Tag einen Altar gebaut, ein Geber zu sein. Und wir haben richtig gebetet, Gott, mach mich ein verrückter Geber. Make me a dangerous giver. Was ist ein dangerous giver? Ein gefährlicher Geber. Das heißt, weißt du, mein Problem war immer geben. An diesem Tag, ich habe mein Herz rausgebetet, Gott, gib mir die Gnade, dass ich gebe. Gib mir die Gnade. Und wir haben gebetet, wir haben Opfer gegeben, ich habe mich gefreut. Und nach dieser Konferenz, wir gehen raus, das ist ein Gebäude von mehr als 50.000 Leute. Wir alle strömen raus. Und ich sah einen jungen Mann, der Richtung mir läuft. Und er lächelt. Und ich frage mich, ich kenne niemanden hier, das war in Nigeria, 2009. Und er kam direkt zu mir und sagt, Bruder, ich habe ein Problem. Und er erzählte mir sein Problem. Und ich freue mich. Ich habe eine Chance zu geben. Das ist Gebeterhörung. Und ich gab ihm eine Äquivalent. Ich habe mir einen Wert. Ich durfte ihm. Nicht, dass ich das tun konnte. Nee, vergiss es. Ich durfte ihm eine etwas in der Richtung von 400 Euro geben. Ich habe gesagt, kommt mit mir. Ich habe Geld abgehoben. Und ich freue mich.
freue mich, wow, ich gebe. Und am Abend, gleiche Programm, am Abend, wir waren beim Gottesdienst und wir beten Gott an und da kam eine Idee. Bei der Kollekte gibt eine Armbanduhr. Ah! Das hat meine Frau mir gekauft, mehr als 100 Euro. Was meine Frau mir kauft, verschenke ich nie. Und ich fing an zu weinen. Ich weiß, irgendwas passiert in mir. Und ich nahm meine Armbanduhr raus. Und ich tue das in den Kollektekorb rein. Und ich weinte und ich danke Gott, ich darf geben. Und die Frau neben mir weint auch. Und sie sagte mir, du siehst es seit letztes Jahr. Habe ich auch meine Armbanduhr gegeben. Gott hat mein Leben verändert. Ich habe heute mehrere Armbanduhr heute. Du baust einen Altar. Weißt du, wenn du einen Altar hast, ist es einfach zu opfern. Aber wenn du keinen Altar hast, suchst du einen Altar. Dann überlegst du, oh, mein Auto, mein Bankkonto, meine Kartoffel. Nee. Wenn du einen Altar hast, zu opfern. Deine Zeit zu opfern. Dich zu opfern. Dein Leben zu opfern. Darum hat Abraham mit Gott nicht argumentiert. Ja, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich bete ein Gebet. Vater, ich danke dir. Oh, bei diesem Theaterstück, als ich 12 Jahre alt war, da gab es diesen Aufruf und ich bin nach vorne gegangen. Ich habe dich aufgeladen in meinem Leben, weil ich im Himmel gehen will. Da habe ich mich bekehrt, 12 Jahre alt. Ich kenne ihn noch, ich weiß noch. Und ich rede noch mit ihm darüber. Oh Gott, du redest mit ihm über Dinge und du baust diesen Altar. Und wenn die Zeit kommt, dann hast du einen Ort zu opfern. Liebe, ich kann heute bis morgen predigen und brüllen. Wenn du dir nicht aufmachst, wenn du dein Telefon nicht ausmachst, wenn du keinen Termin mit Gott machst, du wirst nie einen Altar bauen. Es passiert nicht spontan. Es wird gebaut. Und wenn du was baust, du baust es. Am Anfang ist es langweilig. Als ich angefangen habe zu beten, man sagte, du kannst eine Stunde beten. Eine Stunde beten? Okay, du sollst 15 Minuten anfangen, okay. Und ich betete und betete und betete und betete. Und in mir, ich war sicher, das war schon 10 Minuten. Und ich schaute meine Uhr, nur 3 Minuten, oh mein Gott. Es sah wie Ewigkeit aus, 15 Minuten zu beten. Aber die Zeit ist vorbei. Verstehst du mich? Die Zeit ist vorbei. Du musst irgendwo anfangen. 5 Minuten mit Gott verbringen. Einfach mit Bewusstsein 5 Minuten mit Gott verbringen. Sag Gott, wie geht's heute dir, Vater? Wie kann man schon Gott fragen, wie geht Gott geht? Frage ihn, wie es ihm geht. Frage ihn. Er wird dir erzählen, wie es ihm geht. Er wird dir erzählen. Wir bringen Zeit mit Gott, setz dich hin. Du musst nicht brüllen. Weißt du, wenn wir gegen Krankheit beten, brüllen wir. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott feiere, ich setze mich noch hin, locker und rede mit ihm. So, wenn ich mich jetzt aufmachen will, dann kann ich anfangen, Zunge zu reden, Rega Pro, Zonto Le Mama, Ge. Und ich singe ihn an. Jesus, ich bin hier. Jesus, ich bin hier. Jesus, ich bin hier. Ich bin hier für dich. Du musst keine Hillsong-Lied singen. Du musst kein Hillsong-Lied singen. Singe dein Lied. Komponier dein Lied. Es ist echte Beziehung. Du musst nicht hoch Tenor und Sopran singen. Gott, es geht einfach, was aus deinem Herzen kommt. Verbringe Zeit. Gott will mit dir in eine Freundschaft kommen. Er will dir Geheimnisse erzählen, Liebe. Gott will mit mir auch. Ich rede auch mit mir. Ich werde das auch hören. Live. Ich höre immer alles, was ich ja sage. Es geht. Ich bin der erste Kandidat, bevor jemand anderen. In der Familie. Lass uns anfangen, Altar zu bauen. Denn zum Schluss, lass mich nur kurz von Jakob reden. Wenn ihr Abraham schaut, Isaac schaut und Jakob schaut, alle haben immer Altar gebaut. Alle. Darum hat Gott sich, als er Mose begegnet ist, und sagt, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaac und Jakob. Nicht aufschlagen, in Kapitel 35, 1. Mose, ist Gott Jakob erschienen. Und Gott sagte, Jakob, geh zurück nach Bethel
und bau mir ein Altar. Vergesse nicht, Bethel heißt Gemeinde. Siehst du? Der Pastor sagt, Pastor, siehst du? Man muss in die Gemeinde kommen. Es steht Bethel, Haus Gottes. So Kapitel 1, 35. 1. Mose, Gott sagte Jakob, geh zurück nach Bethel, wo ich dir erschienen bin am Anfang. Und in Vers 3, gleiche Kapitel, Jakob sagte seiner Familie, lass uns nach Bethel gehen, wo ich Gott begegnet bin, wir wollen ihm da ein Altar bauen. Und Vers 7, sie kommen dorthin, sie bauen ein Altar und Jakob hat den Ort El Bethel genannt. Du, ich werde so, was heißt El Bethel? Okay, El heißt Gott. Bethel heißt Haus Gottes. Gott des Haus Gottes. Das heißt, Jakobs Ziel in der Gemeinde ist nicht, die Pastor zu suchen, es ist der Gott der Gemeinde zu suchen. Verstehst du mich? So, wenn du hier kommst, baue deine Hoffnung nicht auf die Gemeinschaft von Menschen. Baue deine Hoffnung auf den Gott der Gemeinschaft. Der El Bethel. Der Gott des Haus Gottes. Wenn du den Segen in dieser Gemeinde haben willst, dann frage dich, was ist Gottes Berufung über diese Gemeinde? Nicht wie toll predigt der Pastor. So, da machen wir Fehler. Wie toll predigt der Pastor, wie toll ist der Low-Price-Team. Nee. Schmeckt der Kaffee? Darum, was ist die Berufung Gottes über diese Gemeinde? Erzähl mir eure Geschichte mit Gott. Dann werde ich das sagen. Es war im November 2001, da gab es Gottesdienst der Living Water Gemeinde auf der Bornasche Straße 66 oder 61, ich weiß nicht, eine von den beiden. Da waren nur zwei Leute im Gottesdienst. Eine hübsche Frau hat Lobpreis gemacht mit einer Gitarre. Die am Ende wurde geklaut. Und da war ich da und wir singen. Zwei Leute. Ich kann euch erzählen, einen Monat danach, da sprach mich eine Frau an mit dem Namen Sieglinde und sagte, ich habe gehört, ihr habt eine Gemeinde gegründet. Ihr könnt zu uns kommen, unsere Kapelle benutzen, kostenlos. Weil ich wollte sofort sagen, oh, wir haben kein Geld. Sie sagte, kostenlos. Ich kann euch Geschichte erzählen. Es ist hier, wo ich mal in Schwierigkeiten steckte und man ist bereit, mein Leben schwer zu machen, wo ich arbeitete. Und wir beteten zusammen und derjenige wurde gefeuert wegen mir. Ich meine, es gibt eine Geschichte bei dieser Gemeinde. Oder wollen wir vom Mittwoch reden, wo der Pastor dieser Gemeinde in seiner Dummheit auf einem Anhänger saß. Und es gab einen schweren Unfall, aber Gott hat ihn errettet und er kann noch stehen und springen. Ich sage, es gibt eine Geschichte über diese Gemeinde. So, suche nicht die Leute in der Gemeinde, sie sehen manchmal alle komisch an. Der Pastor, der ist sowieso komisch. Aber frage nach dem Gott der Gemeinde. Es gibt keine Gemeinde, solange das von Gott, die von Gott berufen ist, wo sie Gott suchen, wo Gott nicht ist. Es gibt keine Gemeinde, wo Gott nicht steht. Aber unser Problem ist, wir schauen, wie sieht die Blume aus, wie sieht die Techniker aus, wie sieht der Pastor aus, wie sieht alles aus, wie sieht der Raum aus und du verlierst Gott. Frage dich, nein, es geht nicht um irdische Sachen, es geht um den Gott dieser Gemeinde. Und da soll ich weiter erzählen, Es gab eine Zeit, wo wir hier keine Miete hatten. Ich habe euch nicht erzählt. Es gab kein Geld für Miete. Ich habe Gott gesagt, Gott, es ist dein Problem. Und es war Gottes Problem. Und da kam jemand von nirgendwo und überweist tausend von Euro auf sein Konto. Soll ich euch erzählen, der Gott dieser Gemeinde? So, wenn du zu einer Gemeinde gehst, frage die Gemeinde, was ist eure Geschichte mit Gott? Nicht wie toll predigt euer Pastor. Jeder kann toll predigen. Ich hoffe, ich habe dich heute ermutigt. Ich hoffe, ich habe dich herausgefordert. Wir werden jetzt ein Gebet beten. Wir wollen beten, Gott, ich bin bereit, mein Altar zu bauen. Du musst ein Altar bauen. Ich bin bereit, ein Altar zu bauen, ein Mensch des Gebets zu sein. Altar bauen. Du kannst nicht Montag bis Samstag gehen, ohne Zeit mit Gott zu verbringen. Es geht nicht.
Nee, sei denn, du willst kein Freund Gottes sein. Wenn du ein Freund Gottes sein willst, dann wir bauen einen Altar. Okay? Papa, du jetzt beten.